Es geht los, jetzt endlich mal. Ja, ich habe ja gestern noch ausgeladen, gestern Mittag in Nürnberg. Das ging auch relativ zügig. Also das heißt zügig, ich bin halt hingekommen, habe die Seite aufgemacht, die hatten Mittagspause, den haben sie ausgeladen, das ging recht zügig und dann war ich um 13.30 Uhr schon auf meinem Parkplatz, wo ich dann bis heute früh, oder was gesagt, bis heute Mittag nichts gemacht habe. Ja. So ist es. Und jetzt habe ich was klar. Jetzt ist 14.30 Uhr, Mittwoch, und ich bin auf dem Weg nach Rostock. Ja. Eine coole Runde haben sie dann doch noch für mich gefunden. Ich fahre jetzt wieder was vom Stammkunden direkt nach Jönköping. Der Plan ist, dass ich morgen früh mit der Fähre fahre. Das schaffe ich ja, ich habe ja jetzt freie Fahrzeit. Praktisch. Und dann fahre ich da morgen früh, wie gesagt, mit der Fähre. Dann habe ich echt auch meine Pause voll, wenn ich an der Fähre fahre. Also wenn ich herankomme, da habe ich meine Pause voll, theoretisch. Und dann kann ich direkt durchstarten und bin morgen Abend schon in Jönköping. Das ist natürlich cool. Da kann ich da Päuschen machen und habe am Freitag wieder volle Fahrzeit, so dass ich noch was laden kann. Und direkt wieder zurück zur Fähre fahren. Damit ich am Wochenende auch noch nach Hause komme. Zumindest ist so bis jetzt der Plan. Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Ganz heiter weiter. Ich bin in Trelleborg. Ich muss erst mal Fenster putzen. Ich muss mich unten echt nochmal anhalten und muss erst mal Fenster putzen. Das sieht aus hier, Gottes Willen. Kann ich gar nicht mehr sehen. Ja. Gestern Abend bin ich ja noch nach Dings gefahren, nach Rostock. War ich 23.30 Uhr da gewesen. Hat super geklappt. Und heute Morgen dann, kurz nach 6, habe ich mein Ticket geholt und war schon um 7.30 Uhr auf dem Dampfer und dann ging die Reise schon los. Ja, habe ich nochmal super gepennt. Jetzt noch super gegessen. Gab lecker Salat und lecker Schnitzel und hast du nicht gesehen? Und ja, war ganz cool. Wie gesagt, jetzt geht es ganz heiter weiter. Jetzt haben wir es 13.30 Uhr genau. Und ich fahre jetzt erstmal nach Jönköping. Da stelle ich mich heute Abend dann hin und warte darauf, dass es morgen früh wird. Also das heißt dann nicht ganz, ich muss jetzt erstmal hier unten dann, so wie ich durch die Zollkontrolle bin, muss ich erst einmal anhalten. Ich muss meinen Tee noch eingießen, der kocht dann nicht ganz. Und vor allem mal über die Fenster putzen. Ich kann ja hier gar nichts machen. Das ist ja ekelhaft. Ich bin so auch versottet total. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir haben auch Bombenwetter. Es sind 12 Grad bloß, die Sonne scheint. Das wächst und ich hatte Pole Position. Wobei, das ist auch egal, weil es sind ja nur, ja, lass es 10 LKWs gewesen sein, wenn überhaupt. Mehr ist ja gar nicht mitgefahren. War nicht viel los. Jo. Vom Vignette habe ich auch schon gebucht. Habe ich heute Morgen noch gemacht. Also wenn wir es jetzt 13.30 haben, dann bin ich ja um 13. 16.30 Uhr, ja, 17 Uhr. 17 Uhr bin ich am Ziel auf jeden Fall. Das passt. Das schaffen wir. Bei diesem wunderbaren Wetter macht es ja doppelt Spaß.
Nein! Ist aber dumm gefallen. So. Die ist okay, na. Die warten nur auf die paar Touristen, die mitgefahren sind. Oder, ich weiß gar nicht, auch eine Truppe von Leuten, die ist mitgefahren. Was die hier machen, die haben auch ein Bier gekauft. War auf jeden Fall Deutschland. Ich denke mal, die werden hier oben entweder Urlaub verbringen, Angeln fahren nach Norwegen oder. Das sind Monteure oder sowas. Ist aber auch egal. Was geht's mich an? Ja. Und doch. Bulgarien, da muss ich wieder mit der Brechstange vorbei in Pole. Alles Gesindel, was hier rumkreucht. Herrlich. Alles so zeig, wo es weg muss. Ich muss mal kurz hier stehen. So. Wie gesagt, unser Fenster putzen jetzt, warten, dass mein Teewasser kocht und dann geht's weiter. Ja, geschafft. Es ist, wie spät haben wir es denn? 17.45 Uhr. Und ich bin da. Zu halb. Also ich bin da, wo ich hin soll, weil da vorne ist die Firma. Allerdings die Straße, wo ich normalerweise parke, die ist hier vorne, die ist gesperrt. Ja, da bleibe ich jetzt einfach mal vor der Sperrscheibe stehen, vor der Kreuzung. Und ja. Ja, mal sehen, ob die Nacht jemand kommt, denen das nicht passt, dass ich hier stehe. Aber ich denke mal nicht. Also, das wird gehen. Ja, und dann fahre ich morgen früh um 7 einfach mal vor in die Rampe. Oder 6:30. Ich denke, um sieben reicht. Um 7 reicht. Ja. Und dann war es das. Das waren jetzt wieder 317 Kilometer bisher. Jo, brauche ich morgen nie fahren. Cool. So, jetzt werde ich mir noch was zu essen machen. Dann werde ich vielleicht noch ein Filmchen gucken, noch ein bisschen die Sonne genießen und dann an der Nase ribbeln. Und dann war es das schon für heute. Also mehr wird wirklich nicht. Weil, was will man noch machen? Ist ja doof hier. Wobei man hier wunderbar wandern gehen kann. Allerdings ist das jetzt abends kurz vor 6 auch ein bisschen, naja, spät. Na. No. Ja, dann war's das, wie gesagt, für heute und dann sage ich mal bis morgen. So, schnell noch Selfie gemacht für Frau Anja mit dem Eis, denn ich habe Eis. Ja, jetzt war ich kurz an der Tanke gewesen, musste mir nämlich noch mal ein Stückchen Brot holen, weil es war ja jetzt nie geplant, dass ich so lange in Schweden bleibe oder überhaupt so lange unterwegs bin die Woche. Und dann da schon Brot hole, da kann ich mir auch Eis mitbringen. Ja. Seit heute Morgen hatte ich ja irgendwie ausgeladen. Ich war kurz vor 8 leer gewesen in Jönköping und da war es gut, dass ich bin noch vorgefahren. Anscheinend nicht vergessen.
gestern, weil ich bin nämlich jetzt schon auf dem Weg nach Linköping zum Laden. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg, das sind nur 140 Kilometer gesamt. Aber bis zurück nach Trelleborg hätte es nicht gereicht, wenn ich ja gestern nicht noch vorgefahren. Das wäre dann doch zu knapp gewesen. Ja. Kann ich jetzt sogar noch ein bisschen rumbummeln, weil die Ware ist vor Mittag da sowieso nicht fertig. Immer dasselbe. Das heißt, es gibt erst heute Abend dann die Fähre für mich. Naja, ah, was soll's. Dafür habe ich jetzt ein Eif. Na? Lecker Eif. Für fast, umgerechnet fast 3 Euro. Naja. Ah, was soll's. So, weiter geht's. Autobahn! Autobahn! Muss ich wieder Autobahn fahren. Und ja, Eis essen. Und, oh, da kommt ein Auto. Sieht aber schneller sein als der. Jo. Ja, Linköping steht auf dem Plan. Ist eben so. Mal sehen, was ich da mache, wenn ich da ganze Zeit durch dann erwarte. Weil bin ich ja. 10.30 Uhr bin ich ja schon da. 10.30 Uhr. Ja, 2,5 Stunden, 3 Stunden Zeit. Mal sehen, vielleicht ein Auto waschen. Hallo. Ich bin drin. Muss auch mal gemacht werden. Ja, Freitagnachmittag 14 Uhr in Linköping und ich habe geladen. Und Rush Hour. Ich stehe schon wieder voll hier irgendwie im Stau. Blöd. Ich will doch zur Fähre fahren. Die fahren hier nicht. Jetzt geht's. Stille. Blöder Mist. Hab's doch noch weit. Ich hab's noch ganz weit. Ich weiß gar nicht, wie weit. Ganz weit. 380? 390? 450? 400? Ja. Klar, 450 Kilometer. Das ist ein Stück. Und die Fähre geht dort an und Dings. Um 22,55. Naja, das schaffe ich. Nee, die fahren alle diesen Scheißkreisverkehr hier rein. Ist unglaublich. Die geben vor allem alle vor dem Kreisverkehr noch mal Gas, damit du auch ja nicht losfahren kannst. So, ja, was mag der? So. Jetzt rollt. Warum? Oh, der dreht bis hoch, kann ich sein. Was soll denn das? Rum, rum. Ja. 450 Kilometer.
Naja, was macht man hier alles? Aber dafür geht's morgen früh nach Hause. Also wenn der Dampfer ankommt, kann ich theoretisch gleich direkt durchstarten. Und dann geht's zu Hause. Und da bin ich. So, 7, 8, 19, 11, halb 12. Halb 3 nachmittags. Um 3, also 15 Uhr. Mensch, fahre doch, ich gaff mich nicht mit an. 15 Uhr dann auch zu Hause. Zum Samstag. Das ist ja noch relativ zeitig. Aber im Regelfall kommen wir ja sonntags eben. Und fahren dann samstags wieder. So. So. Und da kann ich nächste Woche garantiert irgendwas machen. Kann ich jetzt endlich mal den Land Rover fertig reparieren? Ja, und dann kann ich bestimmt den Ausflug machen. Und dann hole ich hundertprozentig, das habe ich mir schon vorgenommen, nächste Woche hole ich mal den Money raus. Jetzt wirklich mal, es wird Zeit. Und was wollen wir noch? Vielleicht, aber nur vielleicht, falls das Fahrradladengeschäft auf hat, kaufe ich mir vielleicht noch ein neues Fahrrad. Da geht zumindest mal gucken. Ich habe nämlich so ein bisschen was im Kopf. Da geht mir einiges so ein bisschen, das spukt da rum. Ich denke mal, es wird im Sommer die ein oder andere größere Radtour noch geben. Hab ja Zeit. So. Also da ist auf jeden Fall schon mal was in der Planung. Jetzt kommt die Sonne hier. Muss ich nur mal sehen, ob ich da das richtige Fahrrad im Fahrradladengeschäft bekomme, weil ich will das jetzt nicht unbedingt online bestellen, dann ist das auch scheiße. Ja. Und dann ist die Woche praktisch schon wieder rum, nächste Woche. Aber ich, wie gesagt, da will ich jetzt mal noch nicht so viel planen, weil es kommt sowieso wieder alles anders. Wesentlich. Geht wieder auf den Schief. Und ich glaube, wir hatten noch irgendwas vor, was ich wieder vergessen habe. Naja, das wird sich zeigen. Ich fahre jetzt zumindest erstmal. Immer schön geradeaus. Bis nach Jönköping. Und in Jönköping biege ich rechts ab. Fahre immer im Carré und dann fahre ich wieder geradeaus. Bis nach Helsingborg. Und in Helsingborg biege ich wieder rechts ab. Und dann fahre ich wieder geradeaus. Bis nach Malmö. In Malmö biege ich nochmal rechts ab. Dann geradeaus bis nach Trelleburg und dann bin ich da. Und zwischendurch muss ich noch eine Dreiviertelstunde Pause machen. Ja, und mein Tee trinken, weil es wieder fast kalt ist. Dann habe ich den vor uns, wo die angefangen haben mit Laden, habe ich den Tee angesetzt, das Wasser. Und ja, das ist schon wieder eine Stunde her. Also, es fühlt sich noch warm an, aber heiß ist definitiv was anderes. Naja. Halt immer. Ja. Fahre ich mal noch ein bisschen. So, angekommen bin bei Leipzig auf dem Rastehof. Halt, das muss hier hin, das ist Berlin jetzt. So. Ja, jetzt ist es 11:30 Uhr fast und ich mache jetzt praktisch fast Wochenende. Ich muss das Zeug hier noch sortieren. Für einen Kollegen, der nächste Woche mein Auto fährt. Und zusammenräumen und dann werde ich auch schon vom anderen Kollegen abgeholt. Das ist cool. Ja,
Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen, weil es ist nicht viel passiert. Ne? Ich bin jetzt von Rostock von der Fähre hier runtergefahren, halt eben 4,5 Stunden. Ja, immer schön gerade ausgefahren, Wetter ist schön und das war es dann eigentlich auch schon. Also mehr ist natürlich wieder mal nicht passiert, weil ja, leere Autobahn gibt es ja nichts zu sagen. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich noch ein bisschen zusammenräumen und dann werde ich noch mal ein bisschen sauber machen. Mal durchwischeln und dann ist der Kollege auch schon da. Denke ich mal in einer halben, dreiviertel Stunde und dann geht's nach Hause. Das war's dann soweit. Nächste Woche habe ich dann wieder frei. Hatte ich glaube ich schon erwähnt. Das heißt, wir sehen was machen. Ein bisschen Fahrrad fahren, Land Rover reparieren, den Money mal aktivieren, mal eine kurze Bewegungsfahrt machen und sowas. Und ansonsten wird da auch nicht viel passieren, denke ich. Oh, ja. Das war's dann soweit. Denke ich. Ja, es wird es gewesen sein. Mehr ist einfach nicht. Na. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt, natürlich auch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre es schön, wenn ihr den abonnieren würdet, einen Daumen nach oben geben würdet. Und natürlich alles teilt, Video teilen. Und wenn ihr was zu sagen habt, natürlich einen Kommentar drunter schreiben. So in der Reihenfolge ungefähr. Das wäre cool. Ne? Und dann sehen wir uns praktisch im nächsten Video wieder. Das ist dann übernächste Woche. Ja. Und da fährt dann auch Frieda wieder mit. Also da bin ich dann wieder nicht alleine. Das wird auch cool. Ja. Und in diesem Sinne, erstmal schönes Wochenende und dann bis die Tage.